Hi, grüß dich beim Lean Espresso und zwar ein Outcome, ein Espresso. Und zwar geht es um Folgendes. Vielleicht kennst du das. Du bist in einem Meeting gerade aus dem einen raus in das nächste rein, weil irgend so ein Pfiffikus das auf Stoß geplant hat und das ist in einem anderen Präsenzraum, Meetingraum oder in einem anderen Teamsraum, in den ich mich erstmal reinwählen muss. Und mein Gott, wie war noch die Agenda? Und ich war ja gerade noch in dem Meeting und da ging es um Systemarchitektur und die neue Anbindung der Schnittstelle und die soll. Und jetzt Budget. Anderes Thema, ganz anderer Kreis. Und da muss ich ankommen. Wenn ich nicht ankomme, dann gibt es so zwei Menschentypen. Der eine ist erstmal ruhig, der kommt erstmal an. Der verdaut vielleicht gerade erst noch das andere Meeting, den er gerade gesessen hat oder denkt er gerade noch drüber nach. Und dann gibt es so die zwei, drei üblichen Verdächtigen, ja, die reden. Das Ziel ist nicht definiert, irgendetwas, das Outcome des Meetings ist noch nicht richtig besprochen, aber die legen los. Die legen irgendwie los. So, und das geht dann genauso strukturiert dann weiter und am Ende des Tages keine Entscheidung, kein Outcome, keine abgestimmten User Stories, kein neuer Plan, kein Wissenstransfer, nichts. Also wenig. So, und danach wartet vielleicht das nächste Meeting in der Art und Weise. So, und wie du das besser machen kannst in deinen Meetings, da helfe ich dir. Und zwar gibt es dafür das Check-in-Format. Was ist das Check-in-Format? Mit dem Check-in-Format wirst du wie der Concierge bei einem guten Hotel. Und was macht dieser gute Concierge? Der holt dich da ab, wo du bist, fragt dich, wie es dir geht, nimmt dir was ab, ja, gibt dir Orientierung, fragt dich dann, was du noch vorhast, womit du dir selber, was du dir selber vorgenommen hast, was du erreichen möchtest, ja, in dem Wochenende, Urlaub, wie auch immer, ja, und ob er dir dabei helfen kann. Das ist ein guter Concierge. Wenn ich durch die Fragen durch bin, ja, bei einem guten Concierge, ja, dann bin ich angekommen, die 4 Stunden Fahrt im Zug. Achtung, das Gefrotzel muss sein, mit kaputter Klimaanlage im Sommer, da rutschen wir zum Glück, glaube ich, jetzt ein bisschen dran vorbei. Da bin ich angekommen. Ja, als Berliner sage ich mal, ich bin im Athlon angekommen. Ja, und kann dann halt meinen Urlaub genießen. So, und dieses Hotel, das ist das Meeting. Und dieser Check-in, dieser Concierge, das bist du. Und an dieser Stelle musst du auf zwei Sachen achten. Eins ist so eine eine Kombination aus Gruppe und Stimmung. Ja, und der andere Teil ist die Fachlichkeit, worum es geht. Ja, so, wir fangen zuerst mit Fragen dazu an, was die Gruppe angeht, damit sich die Gruppe, wenn sie sich nicht kennt, ja, kurz kennenlernen kann. Ja, je größer die Runde, ja, umso kürzer das Frageformat. Ja, wenn ich zum Beispiel eine große Runde habe, dann frage ich zum Beispiel, beschreibt euch mal ganz kurz mit drei kurzen Hashtags. Ja, die euch hier in diesem Meeting ausmachen. Privat ist ja wurscht. Ja, da ist man vielleicht ein Ruderer, aber hier im Meeting wurscht. Ich zum Beispiel Agile Coach, Scrum Master und Remote Consultant. So, Tom, mach bitte weiter. Und wenn du durch bist, reicht das bitte an die Person weiter, die du dann für dich auserwählst. So, und dann geht das dann halt so durch. Da hat jeder schon mal was mitgenommen. Ah, okay. Tom ist Product Owner für diesen ganzen Bereich, ja, für dieses eine Produkt. Ah, gut zu wissen, ja. Und Tim ist es nicht. Das hatte ich letztens gedacht bei der E-Mail. Aber Tim, ja, Tim ist ein Gruppenleiter. Der war bei dem letzten Meeting mit dabei. Ah, cool. Ja, kann ich mitnehmen. Ich kann die Leute besser einordnen, wenn ich mit ihnen in die Diskussion reingehe. So, das ist der eine Teil. Dann Stimmung abfragen. Je weniger ich die Leute kenne und je größer der Rahmen ist und je länger auch ein Workshop ist, desto allgemeiner sollte es werden. Ja, mit sowas wie, mit welcher Stimmung kommst du jetzt gerade hier in diesem Workshop, in diesem Meeting halt gerade an? Worüber sollten wir vorher reden?
Ja, wofür ist das da? Elefanten abholen. Ich möchte es doch am Anfang geklärt wissen und nicht das Meeting dafür benutzen, um eine unterschwellige Konfliktklärung zwischen zwei, drei Leuten in einem Meeting da halt drin zu haben und 10 Leute damit sozusagen aus ihrer Produktivität rausholen. Nein, das mache ich natürlich vorher, Elefanten vorher klären, ganz wichtig, dafür ist das da. Also für jeder, der gedacht hat, so, Mensch, gut, da frage ich dir mal, wie es geht. Das ist ja nicht sinnführend. Doch, das ist sinnführend. Ja, weil du möchtest es vorab holen. So, dann geht's weiter. Es kann gerne spezifischer werden. Und zwar, jetzt kommen wir so langsam, jetzt drehen wir so langsam von, wir haben uns kennengelernt, Stimmung abfragen, ja, dann drehen wir so langsam in die Fachlichkeit, ja. Ihr gebt Orientierung, ja. Das sind die Agenda-Punkte, 1, 2, 3, 4, ja. Wir möchten folgende Outcomes erreichen, Anzahl von User-Stories, 10 geklärt, abgestimmt, eine Retro. Wie gehen wir mit einer neuen Teamkonstellation, mit der neuen, mit dem neuen Teammitglied um, ja, was übermorgen kommt und so weiter. Ja. Outcomes sind klar. Und dann, Achtung, nächste Frage, egal wie toll eine Agenda vorbereitet ist, man Leute gefragt hat, wichtige Frage. Wenn dieses zusätzlich zu den Sachen, die ihr gerade seht, was sollten wir bei dem Workshop noch bedenken, ja, damit es für euch ein guter Workshop ist, damit er für euch erfolgreich ist. Warum? 5 Minuten vorher in dem anderen Meeting, in dem ihr nicht drin gewesen seid, ja, haben sich 2 über was unterhalten, was eure ganze Agenda nichtig macht. Ist wieder so ein kleiner Fachelefant, ja, der kleine Fachelefant möchte bitte vorher abgeholt werden, ja, beim Check-in und dann habt ihr einmal die Gruppe. Ja, er hat sich kennengelernt, ja, näher kennengelernt, die Stimmung ist abgefangen, ja, also Stimmungselefanten aufgedeckt, auf die man reagieren sollte im Meeting und das Thema eingenordet. So, sind in diesen 3 Punkten eure Mitglieder angekommen bei euch, dann braucht ihr nur noch dieser wunderschönen Agenda folgen, durch die ihr natürlich perfekt durchmoderiert. Und ihr habt sie in der Hinsicht gut vorbereitet. Apropos gut vorbereitet, ich wünsche euch erstmal eine tolle, tolle Woche. Und für weitere gute Outcomes und Vorbereitung für andere Themen lade ich euch herzlich zu einem größeren Lean Coffee ein, wo wir uns dann halt in unserem Remote Agile Circle so alle 2, 3 Wochen zu einer größeren Austauschrunde treffen. Es wäre schön, dich dort begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und einen schönen Dienstag. Macht's gut!